Moin, liebe Leute, herzlich willkommen. Neue Folge eures Dice to Nerd Podcasts. Heute mal wieder mit ein bisschen Miniaturen, mit ein bisschen Nerdkram und vor allen Dingen mit Hauke. Moin, Hauke. Hallo, Piwi. Hallo, Zuhörer. Und mit meiner einer, eurem Piwi. Und ich würde sagen, wir legen los nach unserem Intro. An Bord der Raumstation Endless Sights. Ich hätte mir nicht träumen lassen, dass unsere Vision Wirklichkeit wird. Vor uns tausende Welten. Welten aus Eis, Wasser, durch und durch mit Sand bedeckt, andere durchzogen von dichtem Dschungel oder aus einer einzigen riesigen Industrieanlage bestehend. Jeder mit ihrer eigenen Geschichte, mit ihren eigenen Bewohnern, Konflikten und Problemen. Und wir mittendrin, diese Welten zu entdecken, gemeinsam zu bereisen, Konflikte zum Besseren zu wenden. Dafür sind wir hier. Wir sind die Dysonauts. Ach, Hauke, ich mag unser Intro. Ich mag das auch, Piwi. Ich mag sowieso alles. Ich mag den ganzen Podcast. Ich habe dich auch ein bisschen vermisst. Ich weiß gar nicht mehr, wann wir das letzte Mal zusammen gesprochen haben. War das noch im letzten Jahr oder war das Anfang dieses Jahres? Das war auf jeden Fall, dass wir dieses Jahr schon gesprochen haben. Aber ich glaube, jetzt so richtig was für einen Podcast haben wir, glaube ich, noch nicht wieder vorbereitet gehabt. Okay. Denn ich bin ja sozusagen der neue, verbesserte Hauke 2.0. Das mag der eine oder andere Hörer vielleicht auch raushören. Also ich hoffe das zumindest. Denn in der Vergangenheit hörte ich mich ja nicht so an, als ob ich 8 Liter Whisky pro Tag trinke, sondern auch die eine oder andere Line. Das war aber nicht ganz so. Ich musste zum Hals-Nasen-Ohren-Arzt. Und ich hoffe, dass ich jetzt nicht mehr ganz so nasal spreche. Aber wie ich das gerade höre, glaube ich, wäre das nichts. Aber mal gucken. Deine Stimme ist sexy wie eh und je, und das weißt du. Du wirst ja auch bei uns in der WhatsApp-Gruppe als der Haukinator mittlerweile auch genannt, ne? So. Ja, ich weiß nicht, ob ich das gut oder schlecht finde. Ich finde das ziemlich geil. Ich finde das ziemlich geil. Also von daher. Ne? Also, ja. Eben eine kurze Info für euch da draußen. Wir sind nicht zu zweit heute Abend. Wir warten noch auf Christian. Der kommt gleich irgendwie dazu. Aber Hauke und ich haben gedacht, wir fangen einfach schon mal an. So. Genau. Ne? Ja, würde ich sagen. Hauke, was ist denn so hobbytechnisch gewesen bei dir? Das will ich jetzt gar nicht erzählen. Ach so. Ich erzähle das nachher noch ohne Ende. Vielleicht ziehe ich das mal anders auf. Und zwar, wir hatten ja auch intern lange überlegt, was wir als nächstes Thema bearbeiten. Und ich hatte ja, weil mir das Thema echt unter den Nägeln brennt, mich dafür stark gemacht, dass wir das Thema Hobby-Effizienz und Pile of Shame beleuchten. Und bevor wir da jetzt nachher tief einsteigen, glaube ich, müssen wir aber noch ein paar andere Sachen besprechen. Also es gibt ja noch den Elefanten im Raum von gestern. Ne? Also da kommen wir, glaube ich, nicht dran vorbei, Piwi. Ach ja, du meinst das Staffelfinale von Boba Fett? Auf jeden Fall. Ja, hau mal raus. Also ich habe da heute den ganzen Tag drüber nachgedacht. Also gut, nicht ununterbrochen, das gebe ich jetzt auch zu, dass ich jetzt ununterbrochen über Boba Fett nachgedacht hätte. Aber als ich mir das so gestern angeguckt habe, dachte ich, ich hätte es mir anders gewünscht, ehrlich gesagt. Aber man kann sich vieles anderes wünschen. Es ist auf jeden Fall eine sehr sehenswerte Serie. Und ich habe mir heute halt wirklich überlegt, man muss das, glaube ich, anders betrachten. Also vielfach wird ja gesagt, dass Boba Fett irgendwie zu sehr im Hintergrund gestanden hätte oder dass das nicht wirklich seine Serie war und dass der Mando dabei war, war super cool. Ich glaube, es gibt auch niemanden, der es schlecht findet. Aber irgendwie hat das so Boba so ein bisschen die Show gestohlen. Wenn man sich jedoch überlegt, dass vielleicht die Hauptperson eigentlich gar nicht Boba Fett ist, sondern weiterhin Baby Yoda und dass sozusagen ein Kapitel in der Lebensgeschichte von Baby Yoda ist, das weiterhin erzählt wird oder vom Mando, ist ja völlig egal, wie man das sieht, ne? Dann wird daraus, glaube ich, ein Schuh. Also das ist sozusagen halt im Prinzip dann doch die Fortsetzung von The Mandalorian ist, nur aus einer etwas anderen Perspektive. Und ich glaube, dann habe ich Friede damit.
Okay, weil ich habe bei Twitter gelesen, dass manche Leute nämlich genau andersrum denken. Die sehen und hören sich so an, als ob die mit der ganzen Geschichte nicht ganz so zufrieden sind. Ne? So aller, ja, du musst dann halt die und die Folge gucken aus der und der Staffel, damit du den Charakter-Arc von dem und dem weiterspinnen kannst. Und dann musst du aber rübergehen von Boba Fett zum Mandalorian und dann zum kommenden Obi-Wan Kenobi, damit du die Story weiterverfolgen kannst. Dass die quasi dann halt so die Folgen und Geschichten so ineinander verweben, dass du gar nicht mehr anders kannst, als alles zu gucken, damit du das wirklich auch alles verstehst. Da hätte ich per se gar nichts dran auszusetzen. Das ist auch völlig in Ordnung. Ich glaube, das war aber auch ein offenes Geheimnis, dass Star Wars jetzt den Weg des Marvel Cinematic Universes geht halt, ne? Dass da ein großes Ganzes rausgestrickt wird. Aber das finde ich völlig legitim und auch völlig in Ordnung. Also ganz im Gegenteil, ich würde das total ätzend finden, wenn die Sachen in überhaupt gar keinem Zusammenhang zueinander stehen. Und gerade die vorletzte Folge, da kam ja wirklich alles zusammen. Ne? Sogar die zumindest von mir so gescholtenen Fortsetzungstrilogie kam ja im Prinzip auch vor in Form des Jedi-Tempels. Und im Gegensatz zur Fortsetzungstrilogie war The Book of Boba Fett ja handwerklich völlig in Ordnung. Also das war ja eine vernünftige Geschichte, die erzählt wurde. Dass mir die Geschichte teilweise nicht ganz so gefällt, ist eine völlig andere Frage. Aber das ist keine handwerkliche Kritik. Die Fortsetzungstrilogie finde ich einfach nur unter handwerklichen Gesichtspunkten schon völlig erbärmlich. Da wird überhaupt gar kein Schuh draus. Aber das kann man dem jetzt hier nicht vorwerfen. Okay. Ich fand dieses Staffelfinale von Boba Fett, fand ich ehrlich gesagt mit einer der schwächsten Folgen der gesamten Staffel im Nachhinein betrachtet. Als ich mir die angeguckt habe, war ich auch erstmal so, ja, es ist ganz nett. Folgekritikpunkte habe ich. Dieses mit dieser Rollergang, Leute, ganz ehrlich, komme ich nicht drauf klar. Mit diesen shiny polierten 70er-Jahres-Style-Rollermodellen und dann in diesen Candy-Farben, da komme ich absolut nicht drauf klar, weiß ich nicht. Ich mag das nicht. Das passt, das fällt so für mich aus der gesamten Immersion raus, das geht gar nicht. Da komme ich gar nicht drauf, anders als das zu sagen. B, ich fand es ein bisschen seltsam, wie die Schauspielenden ihre Kniften in der Hand hatten und dann so getan haben, als ob da ein Rückschlag bei ist. Achte mal drauf, das sah in anderen Folgen, sah das wesentlich, wesentlich besser aus. Und eigentlich hatte ich auch gedacht, C, es kommt zu einer mehr stärkeren Ballerei, als es im Nachhinein eigentlich gewesen ist. Gut, der Rancor nachher dann als King Kong und so weiter, ja, okay. Aber weiß ich nicht, ich fand irgendwie war das für mich die schwächste Folge. Vielleicht liegt es aber auch daran, Hauke, dass man plötzlich mitten im Boba Fett eine wunderbare Luke Skywalker und Baby Yoda oder Grogu, besser gesagt, Folge gehabt hat. Deinen ersten Kritikpunkt mit den Mods unterstreiche ich hundertprozentig. Passen mich auch völlig überhaupt nicht ins Bild, fallen raus, zerstören teilweise den Blick einfach. Die Immersion, wie du sagst, absolut, sehe ich ganz genauso. Das mit dem Rückschlag der Pistolen ist mir so nicht aufgefallen. Da werde ich jetzt allerdings drauf achten und vermutlich werde ich es dann feststellen und ich werde es nie wieder vergessen können. Und das Dritte, zweifelsohne war die letzte Folge die schwächste. Gerade die ersten vier Folgen haben davon sehr gelebt, dass es eine vernünftige Geschichte war, die erzählt wurde, für die man sich auch wirklich viel Zeit genommen hat, sodass es in sich stimmig war halt. Ne? Das Auftreten des Mandalorian, das Auftreten von Luke, von Grogu und so, war alles total super. Aber es hat für die Geschichte von Boba Fett überhaupt nichts beigetragen. Also es war eine andere Geschichte, die auf einmal erzählt wurde. Und man hat es dann in der siebten Folge aus meiner Sicht geschichtserzählend nicht wirklich geschickt zusammengeführt. Also ich finde das nicht falsch. Ne? Also das kann man so machen, denke ich. Ich persönlich fand es nicht gut. Und die Folge selbst erinnerte mich an Transformers 3, wo dann einfach noch ein Haus eingerissen wurde und noch jemand aufkreuzte und nochmal geschossen wurde und immer einer mehr drauf. Das hat für mich die ganze Handlung so ein bisschen entwertet. Es war einfach zu viel Action auf einmal, während es vorher zu wenig war. Ich hatte auch den Eindruck, dass sie die finanziellen Mittel, die sie für die Serie hatten, also wirklich gepoolt haben
im Hinblick auf diese letzte Folge. Das hätte ich anders gemacht, glaube ich. Wie haben dir denn diese beiden Druidi-Caster gefallen? Also die haben ja schon derbe Vibes gehabt aus den vorherigen Filmen, so vom Look and Feel her für dich? Also von der technischen Umsetzung fand ich das total cool. Sie hatten sicherlich auch eine Anlehnung an die Clone Wars, aber wäre ich den ganzen Weg gegangen und hätte diese Mini-Spin-Droiden genommen, die es ja auch bei Star Wars Legion gibt. Hätte ich wirklich etwas bereits Existierendes genommen und nichts Angenähertes. Ich fand das ein bisschen seltsam, so, da ist ein riesiger Druidika, zwei Stück davon, ne? Die waren ja durchaus schon, ich weiß gar nicht, halb so hoch wie ein Rancor, hätte ich jetzt gesagt. Haben für mich so den Eindruck gemacht. So aus der Erinnerung würde ich sagen, waren die 4 bis 6 Meter hoch oder so, ne? Ja, wollte ich gerade sagen. Also Mando und Boba Fett, also ich glaube, die haben den gerade so bis zu den Knien gereicht, so von diesen spinnenartigen Reihen. Dafür haben die mir aber zu wenig Feuerpower gehabt. Also als die ganze Bande sich dann hinter dieser Mauer versteckt hat und dieser Druidiker ballert wirklich aus allen Rohren auf diese Mauer drauf. Und da sind nacheinander so Einschusslöcher dabei, ich sag mal, wo du eine Faust reinstecken kannst. Und nichts ist da irgendwie durchgekommen durch diese kleine Mauer, die du ja sehen konntest, wo die sich hinter verschanzt haben. Wenn ich raten dürfte, darf ich ja, dann würde ich sagen auch, dass irgendwann in der Staffel sich das obere, ahnungslose, kunstbefreite Management eingemischt hat, mit Nachdruck, und den Jungs dazwischen gefuscht hat. Denn das wirkte auch insgesamt nicht so wirklich wie aus der Feder von Jon Favreau und Dave Filoni. Also das, dieses Überzogene und nicht ganz Stimmige überrascht mich. Also auch das mit Black Chrysanthemum, dass der eigentlich 5-mal umgeschniedet wurde und immer noch stand, war auch zu viel des Guten einfach. Das fand ich auch ein bisschen arg kacke, weißt du? Da wird er erst wirklich angeschossen und macht wirklich einen auf, ich bin jetzt verletzt und kann richtig nicht mehr laufen. So, dann in der nächsten Szene steht er da plötzlich wieder wie der Terminator, kann laufen, ist alles cool und dann wird er trotzdem nochmal angeschossen. Weißt du, als ob der unterwegs irgendwie so eine Healing Potion gefunden hat, hat die gesoffen und dann hat er wieder 2 Lebenspunkte mehr gekriegt und danach konnte er wieder laufen. Und dann auf einmal wieder, ne, angeschossen, wieder 2 Lebenspunkte weniger und er verfällt in alten Trott. Aber bei aller Kritik, die wir hier äußern, glaube ich, muss man auch die Kirche im Dorf lassen. Also das ist auch das, was ich ganz am Anfang meinte. Wie das umgesetzt wurde, kann man drüber streiten, mit Sicherheit. Also bis 6 war das super, auch wenn 5 und 6 nicht so viel mit 1 und 4 zu tun hatten. Aber an sich war das super. Aber was bis zur letzten Folge durchgängig war, weil das fühlte sich an und mit Ausnahme dieser Mods sah das auch aus wie Star Wars und nicht wie Quark. Also das war schon cool. Also ich bereue das nicht, das gesehen zu haben, während ich wirklich The Last Jedi zum Beispiel oder die sogenannte Episode 9, also die habe ich zwar, aber die habe ich nie wieder geguckt, nachdem ich das im Kino gesehen habe. Und wenn ich dem Gedanken näher trete, das zu gucken, dann werde ich echt wütend. Also das mache ich auch nicht mehr. Das fand ich so unmöglich. Das hatte halt nichts mit Star Wars zu tun. Das war halt Blödsinn halt. Ne? Mhm. Und das war Star Wars vielleicht nicht ganz so gut wie der Rest. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen können wir uns trotzdem darauf freuen, was als nächstes wieder kommt halt. Ne? Auf jeden Fall. Da können wir gleich nochmal eben kurz drauf eingehen. Mit deiner Aussage, die du gerade getroffen hast, von wegen so, dass dann plötzlich den Leuten, die die kreative Entscheidung dort treffen, plötzlich ins Handwerk gefuscht wurde in der Folge. Da denke ich jetzt gerade drüber nach, wo du das gerade eben gesagt hast. Und da muss ich dir vollkommen zustimmen. Das hat aus allen Rohren, hat das plötzlich für mich so einen Impact, dass ich wirklich sage von wegen so, ey Hauke, damit könntest du wirklich recht haben. Und ich könnte mir wirklich vorstellen, dass da im Writers Room jemand gekommen ist und hat gesagt, pass mal auf, in der letzten Staffel müssen wir, oder in der letzten Folge der Staffel müssen wir ein bisschen was ballern und der Rancor macht einen auf King Kong und aber hier, ihr beiden da vorne, Favreau und Filoni, wir sagen euch jetzt mal von wegen, wie das geht. Also das wird mich wirklich nicht überraschen, weil das auch wirklich ein harter Bruch war. Die Erzählgeschwindigkeit hat sich ja komplett geändert. Ja.
Vorher war das ja wirklich detailliert, auch in Folge 6 noch. Es war wirklich detailliert. Es war eine Charakterzeichnung dabei und nicht nur von einer Person, sondern von vielen Personen. Und Action als solches stand eigentlich im Hintergrund. Und in der 7. Folge, wie gesagt, Transformers 3, die ganze Zeit fliegen Fischkutter durch die Gegend, Rancors fallen in der Gegend herum und du kommst gar nicht hinterher. Alle werden dreimal erschossen, leben aber trotzdem. Gibt gar keinen Sinn halt. Ne? Also das ist, ich würde sagen, das war ein anderes Buch, das ich dann auf einmal gelesen habe. Mhm. Was ist denn mit deiner Meinung dazu, dass Grogu überhaupt wieder zurückgekommen ist? Also, die Art und Weise, wie Grogu zurückgekommen ist, ist sicherlich auch cool. Aber ich hätte den jetzt nicht dabei gebraucht. Mir hätte es persönlich besser gefallen, wenn man jetzt die Geschichte von Boba Fett erzählt hätte und gut ist. Und aus meiner Sicht wäre es nicht notwendig gewesen, den Mandalorian, der wieder zu zitieren. Ich hätte es cooler gefunden, und so hätte ich das erzählt, wenn Fennec Shand und Boba gerade sprechen, so komm, wir brauchen ein paar Hired Guns, wir brauchen Muskeln, wir brauchen Leute, dass sie dann zum Beispiel Dengar oder IG-88 oder Forloom oder Sukkos halt rangezogen hätten oder Bosk. Mhm. So eine Leute halt, ne? Es gibt ja unendlich Charaktere halt. Dann hätten die einfach die Pikes aufgemischt von hier bis Mabben halt, ne? Das wäre ja auch gegangen. Ja, das wollte ich gerade sagen, ja. Was ich auch vermisst habe, ist, dass das Schicksal von Bobas Gefährtin weiterhin unklar ist. Also jetzt, seine Gefährtin ist übertrieben, ne? Aber die Tochter, ich glaube, es war ja die Tochter des Tusken Raider Häuptlings, die hat man ja nicht gesehen, dass sie gestorben ist. Mhm. Ich hätte gedacht, die kreuzt jetzt auch auf wie der Racheengel, ne? Sarah Angel 4-4 und haut alle tot eigentlich so. Aber generell habe ich irgendwie ein Problem mit Boba Fett. Also er wird ja sonst immer so dargestellt, als ob er der Bounty Hunter schlechthin ist. Aber so richtig abgeliefert hat er, sag ich jetzt mal, nicht so richtig. Also er war mehr so der introvertierte Typ, der viel erzählt und auch viel Mitleid zeigt und allgemein mal so eine andere Seite von Boba Fett zeigt. Aber als er dann in der letzten Folge da plötzlich mal abliefern musste oder irgendwie sowas, also so richtig abgeliefert hat er meiner Meinung nach nicht. Ich denke, das muss man teilen. Also es gibt ja zum einen die in der Fanszene verfestigte Meinung, dass Boba Fett irgendwie der eiskalte, härteste Typ aller Zeiten ist. So. Und alle fanden ihn cool. Ich weiß noch, als ich 9 war oder so, habe ich meinen Cousin gefragt, das war Anfang der 80er Jahre. Ich sagte, na, wen findest du denn von Star Wars am besten? Er sagte, ah, Boba Fett. Ich konnte das gar nicht nachvollziehen, weil der Typ ja aus damaliger Sicht eine völlige Randfigur war. Und dann durch das Expanded Universe wurde dieser Charakter halt hochgezogen und zu dem gemacht, was wir eigentlich heute so in der Popkultur unter ihm verstehen. Wobei das an sich aber in dem, was jetzt wieder Kanon ist, eigentlich gar nicht angelegt war. Und viele Erwartungshaltungen kleben halt an dem, was Expanded Universe ist. Wir sehen das ja auch teilweise, dass er ja Cad Bane kannte. Ne? Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt auf den Clone Wars Serien beruht, da habe ich das nicht alles genau genug geguckt. Lange Rede, kurzer Sinn. Dass Boba Fett nicht der knüppelharte Bounty Hunter ist, von dem ihm oder was immer so erwartet wird, damit kann ich leben. Womit ich nicht leben kann, ist halt, dass er von heute auf morgen sich überlegt, du, ich werde jetzt Pate, ich werde jetzt Crime Lord. So, also da hätte irgendwie eine vernünftige Erklärung hinterstehen müssen noch, halt, warum er genau das will. Und das, was vorgebracht wurde von wegen, er will das jetzt selbst in die Hand nehmen, die anderen sind zu doof, das reicht nicht aus. Er hätte auch Bürgermeister werden können, braucht er nicht Crime Lord werden. Ja, das habe ich auch nicht ganz verstanden. Also nur damit im Prinzip das Spice dann nicht mehr irgendwie durch Mos Espa geleitet wird, steigt er auf zum Boss da irgendwie? Weiß ich nicht, fand ich irgendwie ein bisschen merkwürdig. Also, so richtig Hand und Fuß hatte das nicht so. Trotzdem, ich muss sagen, allgemein, diese gesamte Stimmung, dieses gesamte, ja, das ist Star Wars, das hat mich auf jeden Fall gekriegt. Ich bin komplett ausgeflippt, als die Serie begann und er im Magen des Sarlacc war. Da dachte ich nur, mehr geht ja jetzt nicht. Ne? Also, alleine das war schon die Serie wert. Und wie sich das dann weiterentwickelt hat, dass er da auch seine eigene neue Heldenreise unternommen hat und von dem wie auch immer
Boba zum Tusken-Boba geworden ist, fand ich auch sehr cool. Aber das liegt, glaube ich, auch daran, Pibi, wir sind einfach alte Männer, ne? Für uns ist mittlerweile wirklich interessant, wie Charaktere sich entwickeln und nicht mehr halt Transformers 3-mäßig den ganzen Tag rumschießen. Also schießen ist nicht schlecht, aber es muss halt irgendwie auch Sinn ergeben halt. Da hast du vollkommen recht. Da hast du wirklich vollkommen recht. Ja, wie gesagt, generell fand ich die Serie jetzt eigentlich schon ziemlich geil. Ich hatte nur ein bisschen Sorge so von wegen so plötzlich als Mando aufgetreten ist und natürlich als dann die Luke Skywalker-Folge da plötzlich dann dazwischen gekickt hat, habe ich nur gedacht von wegen so, okay, ich weiß zwar nicht, wo ihr jetzt genau damit hin wollt, weil das hat mit Boba eigentlich nichts zu tun. Ich möchte wirklich den Werdegang jetzt sehen und ich möchte die Entwicklung von Boba Fett jetzt erkennen und miterleben, aber schafft ihr gerade nicht, weil ich jetzt gerade einfach so hyped bin auf Luke Skywalker und was ihr dort technisch geschaffen habt, was absolut überirdisch gewesen ist. Aber vielleicht war das auch der Grund, weißt du? Ich hatte dann so diese super hohen Erwartungen, weißt du, von diesen beiden Folgen mit Luke Skywalker und mit Ahsoka und so weiter, dass ich gedacht habe, boah, das Finale, das muss brennen, weißt du? Die Luft muss brennen von Mos Espa. Vielleicht war das einfach so dieser Punkt bei mir. Insgesamt war ja die Erwartungshaltung wirklich fernab von Gut und Böse, ne? Also bei Rebel Force Radio gab es Leute, die haben Folgendes gesagt. Die haben gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass Grogu sich für das Rüstungshemd entscheidet, dass Luke ihn aber nicht nach Tatooine bringen kann, weil er, keine Ahnung, dringende Jedi-Geschäfte hat. Und dass Luke dann sagt, aber ich habe einen Kumpel mit einem schnellen Raumschiff. Und dass dann Han Solo und Chewbacca Grogu nach Tatooine bringen und Boba helfen. Das wäre auch eine schöne Idee gewesen. Zweifelsohne, ne? Aber irgendwo ist das ja auch ein bisschen absurd halt, ne? Also das zeigt aber trotzdem, was für irre Gedanken die Leute sich da gemacht haben, was für Ideen die hatten, ne? Und ich fürchte, wenn deine Fanszene teilweise so abdriftet, dann kannst du machen, was du willst, dann hau das vielleicht nicht ganz so hin, ne? Also unabhängig davon, dass sie sicherlich Sachen gemacht haben, die ich persönlich auch nicht gut finde, aber im Großen und Ganzen bin ich bei dir, Pivi. Dass die Serie ist in Ordnung. Ich hätte sie bisher anders noch gemacht, aber alles ist gut. Wird Grogu noch ein Jedi? Ich glaube, der Zug ist abgefahren. Ich glaube, Grogu wird Mando. Meinst du dann so richtig mit Rüstung dabei und so weiter und blast seine Hand und so einen Scheiß? Also ich glaube jetzt nicht, dass er mit der Beskar-Lanze durch die Gegend zieht, ne? Aber er kann ja durchaus wie Ahsoka durchaus mit dem Lichtschwert kämpfen, ohne ein Jedi zu sein. Aber ihm fehlt ja die grundsätzliche Ausbildung. Also das bisschen, was er bei Luke dann anscheinend ja gemacht hat oder irgendwie so, das reicht ja wahrscheinlich nicht aus, um im Lichtschwert irgendwie was zu machen oder so. Oder allgemein die Macht zu kontrollieren. Also das, was er nur machen konnte und so, das war ja klar, schon beeindruckend für den kleinen Kerl, aber... Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß auch nicht, wie sie das jetzt fortsetzen wollen. Echt, also... Es wäre vielleicht schlauer gewesen, Grogus Schicksal so ein bisschen im Dunkeln zu lassen. Ja, ich hätte ihn auch, glaube ich, gar nicht gebraucht in dieser Geschichte, ne? Genauso wenig, wie ich wahrscheinlich dann auch wirklich Luke Skywalker oder auch diesen Weg dann, ne, so wie, ne, er, dass Din Djarin dann unbedingt Grogu suchen muss, um zu wissen, was ist jetzt mit ihm, ne? Ja, natürlich hat er da irgendwo Gefühle entwickelt für den Lütten, aber das ist ihm ja damals gesagt worden, so von wegen so, ne, das liegt jetzt nicht mehr in deiner Hand. Was mit ihm passiert, so nach dem Motto. Ja. In gewisser Art und Weise ist der Mandalorianer, also die Serie, ist ja in gewisser Art und Weise Star Wars Lower Decks. Also da geht es halt eben nicht die ganze Zeit darum, dass wir jetzt hier den Imperator töten und auf höchster Entscheiderebene halt unterwegs sind, sondern eher so das Kraut- und Rübenzeug, sondern hängst du mal mit den Quarren ab und fährst mit dem Fischkutter durch die Gegend halt. Also die Arbeiterklasse bei Star Wars halt so. Und dass Luke dann da auf einmal aufkreuzt, das hätte, glaube ich, auch gereicht, wenn das die absolute Ausnahme ist. Nur vielleicht haben sich dann dort die Entscheider bei Disney halt auch gedacht, war einmal gut, lass das nochmal machen. Ne? Und lass das nochmal machen, das geht meistens immer in die Büchs halt. Ja, zumindest dann halt auch über einen so langen Zeitraum, wie Luke dann ja auch gezeigt wurde, was er dann mit Grogu dann auf dem Planeten da macht, ne? Ja. Vielleicht nur so eine kleine
Andeutung, dass er da was mit Grogu macht, weißt du, hätte vielleicht wahrscheinlich auch schon ausgereicht. In so einer kurzen Szene einfach Luke zeigen, wie er dann da plötzlich Grogu an so einem Wasserfall irgendwie zeigt, wie man Steine hochhebt oder so mit der Macht. Irgend so eine kleine Sache zum Beispiel. Im Prinzip hätte es ja gereicht, wenn Mando halt hinfliegt, bla, hier, zack, ist sein Kettenhemd und Grogu dann seine Entscheidung trifft und er sich halt fürs Lichtschwert entscheidet, ne? So, dann ist das Ding halt durch. Also der hätte halt, wie du sagst, hätte gereicht, ihn dann mal der Ausbildung zu sehen und gut ist. Dann hätte man das nicht weiter verfolgen müssen. Aber das hätte dann der Sache nach auch eigentlich in die Mando-Serie gehört und nicht zu Boba Fett. Ja, genau, das ist nämlich das Problem, ne? Also für mich ist das The Book of Boba Din Djarin gewesen. Immer noch geil. Nicht falsch verstehen. Auch nicht da draußen bitte falsch verstehen. Das war für mich ein Abtauchen in die Star Wars-Geschichte par excellence. Fand ich super geil. Aber dann dieses Vermischen mit diesen gesamten Dingen so, da habe ich dann jetzt zum Schluss habe ich da irgendwie so ein bisschen Probleme mit gehabt. Im Prinzip ist es so, also die letzten 7 Wochen, in denen diese Serie gelaufen ist, ne, war ich Feuer und Flamme. Und jeden Tag, wenn ich das geguckt habe, war ich komplett aufgeregt und habe mir das angeguckt. Und das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Aber insgesamt waren das halt 7 gute Folgen. Und eine gute Serie ist es halt nicht. Also es sind schöne Einzelbilder, aber kein Film in dem Sinne halt. Ne? Wollte ich gerade sagen. Ich würde jetzt einfach mal Christian dazu holen. Dann würde ich nämlich Christian auch nochmal danach fragen, von wegen so, wie er denn wohl, wenn das geguckt hat, Book of Boba Fett fand. Hallo. Wir haben uns gerade 20 Minuten über The Book of Boba Fett unterhalten und wir wussten nicht von wegen so, wie weit du bist. Noch gar nicht, ich hab's abgebrochen. Ja, also ganz ehrlich, ich habe mir die ersten 2 Folgen angeguckt und dachte mir, mega Dreck. Kann ich nicht verstehen, wie Disney so eine Scheiße produzieren kann. Boah, echt? Jetzt erzähl. Also wir haben jetzt gerade so, ich wollte gerade sagen, wir haben jetzt gerade so ein bisschen fangegirlt hier und so weiter und so fort, aber mit einer durchwachsenen Note dahinter, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Und dann kommt Christian hier bei uns jetzt plötzlich rein und sagt von wegen so, all Scheiße. War auch ein Scherz. Du Arschloch. Nein, ich habe das abgebrochen, weil ich mal wieder keinen Bock hatte, immer eine Woche zu warten auf eine neue Folge. Ich wollte das lieber am Stück gucken, weil ich bin so Typ Goldfisch beim Seriengucken, ne? Du drehst eine Folge und bis zur nächsten hast den Rest schon vergessen. Goldfisch. Ja, ist ja so, ne? Im Glas und wie war das noch gleich? Dann ist es aber gar nicht schlecht, dass du jetzt erst dazukommst, dann haben wir dich auch nicht irgendwie gespoilt oder irgendwie sowas. Dann kannst du ganz locker flockig, kannst du quasi The Book of Boba Fett gucken. Wobei spoilt ja der Begriff ist, der bei uns, ja, das war ja sowas mit spoilt, ne? Das haben wir nicht ganz verstanden. Ja, aber wir haben jetzt ja nichts gesagt, was dich jetzt irgendwie auf die Serie jetzt irgendwie bringt, wo wir sagen können, wegen das passiert noch und so weiter und so fort. Deswegen war das vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Das dann danke ich euch vielmals dafür, dass ihr das abgehandelt habt. Ja, das war eine schöne Geschichte. Aber wenn ich euch jetzt beide hier habe, und das haben wir alle noch nicht gesehen, am 25. Mai Obi-Wan Kenobi. Ja, das kann ja auch noch keiner gesehen haben. Sag mal, Hauke, du bist echt von Akten erschlagen, ne? Das habe ich auch nicht mitbekommen. Die haben jetzt ein Release-Date rausgehauen? Ja, 25. Mai. Gott sei Dank. Also allzu lange ist nicht mehr. Dann können wir wieder ein bisschen Star Wars gucken oder irgend sowas. Also ich weiß das nicht. Das kommt jetzt schon Schlag auf Schlag jetzt, ne? Aber war das nicht, Nee. Ich habe gerade überlegt, war da nicht nochmal irgendwie was so mit Überschneidung Star Wars Serie, aber nee. Realserien gibt's ja nur. Mandalorian. Nee. Dann habe ich da irgendwas falsch. Star Trek, da war das so krass auch mit den Serien, die so schnell aufeinander gefolgt sind. Ja, die werden krass dieses Jahr. Also dann, ist, glaube ich, gerade Discovery ausgelaufen. Dann fängt, glaube ich, parallel Picard an. Sogar am selben Tag, meine ich. Also alles ein bisschen verworren, keine Ahnung. Ja, und wir wissen alle noch nie, was gucken sollen. Also dieses komische Pluto-Zeugs, da tue ich mir nicht an. Ja, das kann ich euch morgen Abend erzählen. Ach, du guckst das da? Ja, genau.
Also die Sache mit, von wegen, wir wiederholen das mal dann einen Tag später und dann noch einen Tag später, immer zur gleichen Sendezeit, sodass man überhaupt noch eine Möglichkeit hat, sich das anzugucken, finde ich eigentlich ganz okay. Die Werbung dazwischen ist auch sehr okay. Also es sind, glaube ich, keine 3 Minuten Werbung oder irgendwie sowas. Das kriegt man echt noch ausgehalten. Ne? Also wenn man sich sonst so mit ProSieben oder so beschäftigt, wenn da teilweise 12, 13 Minuten Werbung dann geschaltet wird, das ist ja wirklich schon Pain in the Ass. Aber das ist da echt okay, muss man sagen. Ja, wobei längere Abschnitte gucke ich, ist auch selten, dass ich die gucke. Also es kann sein, dass ich abends mal irgendwie 15, 20 Minuten gucke und dann wird es auch Zeit fürs Bett. Dann kann es aber auch mal sein am Wochenende, dass ich dann länger gucke und dann ist es mehr so wie, die Staffel ist quasi so, ja, ein zusammenhängendes Gebilde, so dauert halt irgendwie 6 Stunden oder so und dann guckst du halt immer deinen Teil daraus und nicht dann, wenn eine Folge anfängt und wenn eine Folge aufhört. Also das passiert bei mir irgendwie nicht mehr so oft. Ich gucke dann so lange, wie ich dann halt Zeit habe. Und das kann halt auch mal eine Stunde 15 sein oder so. Und wenn das dann halt mitten in der Folge ist, ja, nu. Ja, gut. Dann ist das so. Aber, ja, Hauke, du hast echt nicht über Obi-Wan Kenobi gehört? Ich habe das eigentlich total die ganze Zeit immer verfolgt. Ne? Ich höre ja auch hier unseren Schwester-Podcast Rebel Force Radio jede Woche, was ich nur wirklich unterstreichen kann. Das ist wirklich einer der besten Podcasts überhaupt. Aber da habe ich auch nichts gehört halt. Aber ich stehe hier gerade wie bei der Offenbarung, dass es jetzt klar ist, dass es im Mai rauskommt. Echt. Ja, das wird wirklich gut. Aber das Interessante war ja, als ich die erste Folge von Book of Boba Fett habe ich ja geguckt und dann konntest du aber nirgendwo sehen, also stand offiziell nicht auf Disney Plus, nicht in der Serienbeschreibung, nirgendwo stand drin, ja, wann kommen denn jetzt die neuen Folgen? Also und welchem Rhythmus geht das jetzt hier weiter? Das stand da nicht. Das stand erst, glaube ich, nachdem die zweite Folge veröffentlicht war. Da konnte man dann sehen, ja, jeden Mittwoch neu oder es kam mal in diesem Werbebanner, den die mal oben drüber haben, wo dann steht, was jetzt gerade so aktuell ist halt, ne? Aber in der Serienbeschreibung stand das nirgendwo drin. Ich weiß nicht, ob es da jetzt steht. Und das sind doch Informationen, die schreibst du doch da rein. Also wirklich. Aber da habe ich nie drauf geachtet, was da oben drin steht. Ich habe einfach gesagt, neue Folge anmachen, hier, ab geht's. Ja, nee, ist klar, aber ich, ne, als die erste Folge dann da war und dann wollte ich gerne wissen, ja, wann kommt denn jetzt die nächste Folge? An welchem Wochentag? Oder macht ihr jetzt irgendwie mal 2? Oder kommt die nächstes Jahr oder sowas? Aber das war nirgendwo, das stand nicht drin. Und dann, das weiß ich noch ganz genau, hätte ich mal ein paar Screenshots gemacht, jetzt steht's da wahrscheinlich. Ah, bin ich sehr gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, mit euch dann mal über Obi-Wan Kenobi zu quatschen, dann so irgendwo so Richtung Frühsommer. Das artet ja hier schon fast aus in einen Tabletop-Sci-Fi-Podcast irgendwie. Ist mir scheißegal. Wir machen das, worauf wir Bock haben. Ja, das sowieso. Also von daher, ne? Ja, immer nur Nackt-Podcast und so, ja. Das, was, so mögen wir das.